Knapp, ich bin's, alles willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Und ja, ich war beim Friseur. Dicker, viel besser, Junge. Es ist so schön mit kürzeren Haaren, ganz ehrlich. Freunde, ich würde sagen, wir labern gar nicht rein. Sprechen kann ich immer noch nicht. Wir labern gar nicht so lange rum und springen direkt rein in unseren Spielstand. Also, ich habe kurz Pause gemacht. Ich habe das Game gerade eben versehentlich ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Wir haben 1,8 Millionen gemacht. Dann, wir haben gerade... Oh shit, wir haben einen Stromausfall. Warte mal, kann ich... Ich nehme mal kurz mein Ranger-Team und fahre das kurz zu dem Kraftwerk hin. So. Neu starten. Funktioniert? Jo. Funktioniert alles wieder. Also, wir haben Fossilien kurz eingekauft morgen. Ich würde sagen, wir schicken kurz den Jungen mal los. Dracorex. Und schauen da mal rein. Wir haben 3 Zweier, 1 Dreier und 2 Vierer. Alles Dracorex. Und würde sagen... Wir gehen jetzt ein bisschen Geld aus, damit wir den Bums extrahieren können. Ah, ja! Unser Triceratops mit einem Angriff von nur... Ah, von 60, ja natürlich. 56, dann schließen wir die Quest auch noch an. So. Das wäre geschafft. Ja, das wäre geschafft, cool. Und dann noch... Oh, uff, uff, uff. Lass uns direkt noch eine Quest gemacht, einfach 2 Dinos freilassen. Komm. Komm, geh's hier. Fühl ich, Dicky, fühl ich. So, und ich habe gesehen, wir können ein Restaurant bauen. Ich würde sagen, das machen wir. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln. Und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Ja, genau. Und warum sagst du mir das? Ich habe doch schon einen von den Jungs. Oh, neues Links. Ich habe 50% gerade auf einmal gemacht. Okay, dann warten wir nochmal kurz mit dem Restaurant. Fossilien ansehen. Okay, die rattern durch. Dann mache ich die direkt noch durch. Wir haben 2,5 Millionen? Holy. Ich weiß nicht, ob sie gerade Zeit haben, aber dieser Montosaurus ist so gut, um war wach zu sein. Okay, mit 57 was? Ein bisschen übertrieben sein, aber sie sollten ihn sich ansehen. Edmontosaurus mit 57 Lebenserwartung. Ja. Junge, er hat einfach 10 mehr. Okay, dann machen wir den mal. Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Wollen wir das Fossilien-Forschungs- und Expeditionszentrum hier nach hinten packen? Immer wenn ich... Ich will halt dieses ganze Besucherzeug hier vorne hin machen, dass die quasi direkt so ein... was haben. Oder zumindest das Forschungszentrum werde ich wegtun. Denn hier ist extrem viel ungenutzter Platz dann. Aber ich würde sagen, hier, wir nehmen die Walze. 300.000. Und bauen dann hier drüben, da baue ich mal kurz einen neuen Weg. Und baue einen Weg. Ja, perfekt. Und dann können wir direkt den Jungen hier freilassen. Und bekommen dann eine Quest direkt wieder. 131.000 Gewinn pro Minute. Dann mache ich noch ein Strotio. Das auch 3 sind. Perfekt. Dann baue ich jetzt mal ein Restaurant. Hier hin. Dann baue ich hier einen Weg hin. Perfekt. Dann hat es hier halt noch ziemlich viel Platz für anderes Zeug. Was haben wir denn noch nicht gebaut? Betriebsgebäude. Kann ich... Ich habe jetzt ziemlich viel Geld.
Ich versuche mal alles mit Sturmabwehrstation abzudecken. Perfekt. So. Hä? Ach, verkaufen. Wie verkaufe ich ihn? Damit irgendwie. Ah, transportieren oder verkaufen sie betäubte Dinosaurier heißt. Ich nehme mir mal, also erstmal gehe ich ins Forschungszentrum. Und baue ein. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Das ist wieder diese scheiß 10% Aufgabe, die ich dann gleich einfach von allein fertig gemacht habe. Oh Mann. Nee, was war das? Sicherheit. Nachladetempo. Da treffst du egal. Ja, okay, wir machen das. Und dann. Njom. Fliegen wir mal zu dem Dino. Der ist gelb? Boah, wie cool! Also, wie cool siehst du aus, Bruder? Du bleibst hier, bleib hier. Ich muss Ihnen wohl gratulieren. Okay, das ist dann von allein passiert. Das mache ich hiermit. Drei. Das ist der. Nein. Treffer und. Treffer. So, perfekt. Gehen wir mal raus. Und Transportteam. Zack. Dieser verkaufen er. Ja. Da ist der Junge und der wird jetzt verkauft. Gut, dann werde ich jetzt zwei Dracos erstmal machen. Ich habe noch keinen Hungary, oder? Nee. Gut, dann mache ich jetzt erstmal kurz zwei Dracos. Ein Draco. Und noch ein Draco. Weil der liebe Nico hat mir einen Tipp gegeben. Nico Nasolone kennt ihr. Kennt ihr alle, safe. Der hat mir einen Tipp gegeben. Auf jeden Fall Dracos immer zu zweit. Und ja. Ich schau mal, wie süß. Nicht schlecht. Weiter so. So, perfekt. Okay. Es läuft richtig gut. Warum haben wir nur eine 2,5 Sterne? Geringe Zufriedenheit. Warum nicht? Also ich hole mir erstmal kurz neu. Oh, warte, ich kann was Neues bauen. Leute, sollen wir ein Innovationszentrum bauen? 1,5 Millionen, das ist verdammt viel Geld. Aber ich meine, wir haben 2,9 Millionen. Ich weiß nicht. Ja, das werden wir machen. Dazu erstmal den Draco freilassen. Oh, der ist ja winzig. Ich dachte, der wäre viel größer. Oh, wie süß. Ah! Heil den 3 Millionen. König, der Draco Rex. Klingt beängstigend, ist aber nur ein Pflanzenfresser. Sollten die mal wieder die Welt beherrschen, verraten Sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Okay.
Freilassung im Gange. Also wir werden den Kleiderladen und das Fossilienzentrum ein bisschen umplatzieren. Du wirst jetzt mal losgehen. Waren wir hier drüben irgendwo noch nicht? Nee. Hungry Young Hangsaurus. Dann klappern wir die kurz ab. Und nehmen das weg. Nehmen das weg. Ein Hungry Hangsaurus. Hey, so viele neue Dinos, die wir freilassen. Boah, sieht der geil aus. Holy shit. Okay, der hat einen weirden Sound gemacht. Und Hotel gibt's auch. Haben wir einen Souvenirladen? Fast Food Restaurant? Wir haben gar keine Toilette. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt ein bisschen aufrüsten mal. So. Dann. Was wir noch bauen ist ein Souvenirladen. Hier. Und jetzt werden wir was ganz Großes bauen. So ist es. Innovationszentrum. Alter, wie groß ist das? Soll ich das da hinbauen? Soll ich? Wirklich, komm, ich mach's. 1,5 Millionen. Ach du Scheiße. Okay, dann. Hä, wie viele Wege hat das? Muss man die alle verbinden, oder? Reicht, wenn man davon irgendwie ein paar mal. Ich glaube, nächste Folge werden wir deren Gehege mal ein bisschen größer machen, weil die sind ein bisschen... Finanzielle Sicherheit ist fast genauso wichtig wie persönliche Sicherheit. Also nehmen Sie diesen Auftrag an. Es ist ein kleiner Pflanzenwasser, oder? Alter! Und da baue ich hier noch einen Umstandweg. Dann. Ja, Standort C. Allgemein bekannt als Isla Muerta. Eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob, die Insel der Toten. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. Wir haben eine freaking neue Insel freigeschaltet. Holy moly, Leute. Eine neue Insel? Oh no. Wir sind stromtechnisch am Ende mal wieder. Wir brauchen ein neues Kraftwerk. Okay, ich baue jetzt einfach noch ein Kraftwerk hin. Krankheit, warte, ich will das erst verbinden. So. Krankheit. Ranger-Team. Aufgaben zufügen. Krankheit und danach auffüllen. So. Nee, ich mache einfach noch einen Draco. Ja. Im Park gibt's keine Erkältung mehr. Ich würde Ihnen ja im Stehen applaudieren, aber ich will nicht aufstehen. Das verstehen Sie doch, oder? Noch ein kurzer Blick auf die Finanzen. 319.000 pro Minute. Puh, da muss ganz dringend los. Ich würde sagen, unser Park löppt auf jeden Fall ganz schön rein. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall das Platzfressergehege auf jeden Fall größer machen. Weil es zu klein für diese vielen Dinos. Sonst, wir wollen ja keine Tierquälereien betreiben, natürlich nicht. Und wir werden wahrscheinlich ein Hotel bauen. Also, let's freaking go. Und natürlich, wir werden auf die neue Insel gehen. Also, die neue Insel, das wird spaßig. Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat,
würde ich mich sehr über... Die Wissenschaftsabteilung steht für Spitzenleistungen. Das setze ich voraus. Freundin, ja, egal. Beende ich hier die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Das würde mich sehr, sehr unterstützen. Und sonst, ich wünsche euch einen wunderschönen, hoffentlich nicht so regnerischen Tag wie hier. Und noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten Folge Jurassic World Evolution. Haut rein, Leute. Euer Nidax. Ciao, ciao.